So, hier kann ich was hören. Kim, Nick, ich will meine Nase nirgendwo reinstecken, wo sie nicht hingehört. Aber ich muss was sagen. Ich mochte die Leute von Eden's Gate noch nie und ihr wohl auch nicht. Aber es könnte sein, dass wir sie bald nicht mehr ignorieren können. Ihr müsst an eure Familie denken, mit dem Baby, das unterwegs ist. Ich weiß, ihr habt ein Leben hier draußen und so, aber meine Familie und ich werden gehen, bevor es hässlich wird. Ich habe gehört, dass sich die Bullen hier demnächst einmischen wollen und dann will ich nicht mehr hier sein. Leute, ihr habt ein Flugzeug. Packt alles ein und haut ab, solange ihr noch könnt. Das rate ich euch. Gott segne euch. Tja, das haben sie im Endeffekt nicht gemacht, wie wir ja gerade mitbekommen haben. Wenn du mal fliegen willst, dann melde dich bei Nick. Und ich bin ja mit dem Widerstand auch schon ganz gut auf dem Vormarsch. Von daher, glaube ich, war das auch, klar ist das gefährlich, aber keine so mega falsche Entscheidung. Was machen denn schon wieder hier Gegner, ey? Kann es ja schon wieder nicht sein. Ich glaube, wie er wieder aufgestanden ist, nachdem ich ihn markiert habe. Oh, da ist dieser. Da ist dieser, glaube ich, dieser Panzer, ne? Kann das sein? Ups! Alter! Der fährt hier also rum. Okay. Kann er mich retzen? Da ist ein Gegner. Weißt du schon, ne? Yo. Ja, die halten hier ein bisschen viel, bisschen mehr aus mit dem Symbol hier. Alter, sein Gesicht. Völlig blutverschmiert. Okay, dieser Panzer fährt hier also rum. Dann mal hinterher, würde ich sagen, oder? Komm, steig ein. Der ist so bestimmt hier einfach weiter geradeaus gefahren. Was ich ja bei Far Cry 3 zum Beispiel ganz schön fand, wenn du dann so Gebiete befreit hast. Wow. Ach du Scheiße. Alter. Okay. Warum ist denn der andere schon wieder nicht mit dem Auto? Ist das wieder nervig. Und was wollte ich gerade noch erzählen? Und zwar weiß ich jetzt gar nicht. Ja, naja, er ist aber gleich da. Sind wir schnell 150 Meter gerannt hier. In Vollsprint. Guten Morgen. So. Wo ist der komische Kackheli? Tschüss. So, warte, hier mach mal. Alter, wie cool blutverschmiert das ist. Achso, genau, was ich sagen wollte. Steig mal bitte ein. Bei Far Cry 3 war es ganz cool, wenn man da ein Gebiet befreit hatte, zum Beispiel indem man Außenposten und so dann befreit hat, ne? Dann war das Gebiet dann auch frei von Gegnern. Also dann kamen einfach nicht mehr so viele Gegner an und jetzt habe ich hier gerade den Außenposten gemacht. Ich habe hab Nicks Familie hier befreit. Komm doch mal bitte hier ins Fahrzeug, Mann. Er steigt nicht ein, ne? Warum ist die KI einfach so dumm? Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben 2018. Steig jetzt in dieses Kackfahrzeug. Ich folge dir. Gut. Genau, und da waren einfach dann weniger Gegner im Gebiet. Wie gesagt, wir haben jetzt den Außenpost gemacht, wir haben diese krasse Story-Mission gemacht. Und ich komme raus und sofort ist sie wieder irgendwie um so ein Truck. Wieder irgendwie Leute, die da sind, ist doch einfach, ist doch unrealistisch. Ich meine,
wenn ich jetzt hier schon 1000 Widerstandspunkte habe und die Sekte hier eliminiere, dann muss doch auch langsam mal das irgendwie zu spüren sein, wisst ihr? Also ich kann ja nicht 1000 Sachen machen. Im Endeffekt bringt es das irgendwie alles gar nicht. So, ich mache jetzt mal diesen Panzer hier down. Ich weiß, ich bin jetzt hier an der Lamp of God. Aber das können wir immer noch machen. So. Ja, das ist schon wieder ein Silo noch. Ne? Hier geht's aber cool hoch. So, der zieht da bestimmt hier seine Kreise, ne? Ja, der fährt ja auch weiter. Aber der ist auf jeden Fall langsamer, von daher müsste ich den eigentlich einholen. So, jetzt wäre nicht das Medium mit dem RPG nicht verkehrt. So, hier links sind auch schon da irgendwelche Gegner. So, jetzt ist auch schon wieder einer. Zack, den habe ich erwischt. So, sind noch knapp 300 Meter. Ist er am Geschütz? Jo. Das ist ganz gut. Ich würde aber eigentlich, wenn wir an dem Toxin dann selber gerne mal ins Geschütz gehen. Das ist unser VIP. So, wenn es noch so 70, 80 Meter sind. Jetzt kann ich nicht ans Geschütz, wer der andere da ist. Das ist natürlich scheiße. Feuer da mal wieder drauf. Boah. Nein! Alter! Steig aus! Ach, Begleiter sind irgendwie nervig. Ganz ehrlich. Die irgendwie stören die nur. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich eh verbrannt hier. Der andere ist hier noch voll in Konflikten verwickelt. Was mich gerade so ein bisschen stört, ich kommentiere schon wieder nur so Gameplay bezogen. Ich habe da manchmal, wenn ich halt nicht aufnehme, so viele Themen im Kopf, die ich irgendwie so erzählen kann. Oder wo ich mir denke, ja, wenn man das und das erzählt, kann man doch locker so auf das Thema kommen. Und wenn ich jetzt aber so spiele, dann erstens fällt mir das nicht ein oder dann passiert so viel, dass man halt gar nicht dazu kommt. Sowas zu erzählen. Also das ist vielleicht Far Cry auch ein bisschen das falsche Spiel. Was erreiche Fall's End? Die Entsühnung. Aha. Nee, wenn es jetzt hier. Soll ich jetzt hier richtig John schon hier töten? Nee, nee, nee. Dann fahre ich erstmal hier hin zur Lamp of God. Und mach das mal so. Und du gehst mir richtig auf den Piss. Du wirst jetzt hier erstmal hier ein bisschen beurlaubt, mein Freund. Du hast meine Daten. So, jetzt sehe ich nämlich wieder alleine auf dem Streifzug hier. Manchmal auch ein bisschen schwerer, weil hier kann ich, glaube ich, mal meine Munition auffüllen. Weil natürlich, wenn ich das will, der auch recht schnell und easy irgendwelche Gegner eliminieren kann, das ist mir natürlich sonst nicht möglich. Aber ganz ehrlich, manchmal nervt es halt auch einfach nur. Ach, ich kann dieses Bild drehen, das ist ja lustig. Habt ihr gesehen? Lalala. Cool. So, habe ich irgendwas an Beute zu verkaufen? Nee. Ich weiß die Karten, aber irgendwie bin ich mir da immer nicht so sicher. Ja, ich habe neue Waffen. Ich kann mir jetzt eine Sniper zulegen, oder? Wow, die. Really? So, die macht 7 Schaden. 6. Nee, die macht 6 Schaden, 7 Genauigkeit. Meine aktuell macht mit dem. Doch, macht 7 Schaden. 8 Reichweite, 9 Genauigkeit. Wie kostet die denn? 2800. Ich kaufe mir die trotzdem mal. So, einfach damit ich einen Sniper habe. Genau, die kommt da rein, so ein schöner goldener Paint Shop. 600, ja, das lasse ich mir erstmal, ein Schalli muss auf jeden Fall rauf. So, Alter, 1700 für ein Silencer, ist ja mal richtig abartig. Was haben wir hier? Taktisches Visier, verbesserter Ranger. Ist aber überall, achso, hier Reichweite 9. Genauigkeit 9. Oh, Schaden ist jetzt bei 6. War immer bei 6, ne? Kann das sein? Okay.
Konzipiert für treffsichere Schützen. Schützinnen, Schützenpersonen. Kleine Anspielung auf diese ganze Gender-Kacke hier heutzutage. Dann habe ich hier noch das Scharfschützen-Ziefernrohr ADV. Und hier habe ich 10 Reichweite Langstrecken-Ziefernrohr. Nehme ich auf jeden Fall das. So. Ja, ein cooler Paint-Job hier nochmal irgendwie drauf. Ja, das ist irgendwie cool, aber auch ziemlich klassisch. Das ist irgendwie so, ja, Battlefield Premium. Das ist irgendwie ganz geil. Auch so typisch amerikanisch irgendwie, passt ganz gut. Ja, das ist ein Zielfernrohr, Freunde. Und hier kann ich noch schön ranzoomen. Nur eine Zoomstufe. Okay. Ja, okay. Na, immerhin. So, ja, das ist doch alles nicht verkehrt hier. So, mal gucken, wer diese Dame da bei der Lamb of God ist. Oh, war ein Reh. Schon wieder Gegner, ey. Das ist nervig. Bei Far Cry 4 war das, glaube ich, ne? Da war so eine Truhe, da war so ein Schatz drin. Naja, ist egal. Bei Far Cry 4 war das, glaube ich. Wo dann auch Außenposten angegriffen wurden. Also wo es richtig Gegenangriffe auf die Außenposten gab. Kein Wurfmesser. Hier kann ich noch was herstellen. Ne? Alter, was war das? War das jetzt mein Auto? Nee, zum Glück nicht. Irgendwas hat hier gerade mega gescheppert. Krass. Lage sie hoch. Ich habe schon so viel Silos zerstört. Warum kommt das denn jetzt? Ist auch nur eine Nebenmission. Muss ich ja nicht machen. Habe ich jetzt noch mein... Ich habe jetzt ein anderes Ding, oder? Habe ich jetzt hier noch mein MG drauf? Ja, habe ich noch. Jo, okay. So, einfach mal reinsprayen hier. Der ist down. Der sieht mich hier auch wieder. Überall Gegner. Nervig. Das ist so nervig. Ich könnte kotzen. Das passt gerade nicht, weil da ein Lied im Hintergrund ist. Ich könnte reiern, könnte geiern, könnte singen, könnte machen, könnte kotzen. Jo. Einfach umgefahren, du Spast. Töte keine unschuldigen Zivilisten. Ist die Geisel jetzt echt weit aufgegangen? Ach geil, wie dieser Stern hier steht. Ups. Ja. Gut. Oder war da was zu lesen? Nee, es war nur eine Glühbirne, ne? Das war's dann doch mit meinem Auto. Was zeigt denn mir jetzt diese... Ich will diese Story-Mission. Mach die mal weg hier. Erreiche Falls End. Das ist, ignorieren. John Seed hat dich nach Falls End eingeladen, um Entsühnung für deine Sünden zu erlangen. Begib dich zur Kirche, um zu sehen, wie es damit aussieht. Ja, ja, dann geht's ja hier richtig krass mit John zur Sache. Das will ich ja alles gar nicht. Das ist doch gar nicht mein Wille. So, ich möchte... Wo ist denn Grace? Du bist hier ganz in der Nähe, du liebe Grete. Kennst du Grezen? Die sind mal in Fischen drin. Flachwitz! Wo ist die denn? Hier Grace bei der Lamb of God Kirche. Bei der Lamb of... Ah, da hinten. Bei der Lamb of God Kirche. Bei der geilen Mittelchor-Kirche von Lamb of God. Lamb of God eigentlich so mit im Mittelchor so. Ja,
Kann man sagen, die Begründer, aber so auch richtig so Urgesteine des Metal Core auf jeden Fall. Was ist denn schon wieder los? Da oben ist eine Karte. Alter. The Power of Yes. Also sie müssen wir wahrscheinlich auch wieder aus der Scheiße holen, genauso wie Nick. Ab bitte an Gott. Herr, vergib mir. Seit 32 Jahren versuche ich dir zu dienen, dein Haus zu schützen und mit seiner Hilfe andere zu unterweisen. Es scheint, als könnte ich das nun nicht mehr. Die Leute von Eden's Gate wollen mir die Kirche wegnehmen. Sie sagen, sie würden dein Werk tun, doch mit ihren Mitteln bin ich nicht einverstanden. Sie deuten das Wort Gottes falsch. Für mich gibt es hier nichts mehr. Die Kirchenbänke sind leer, die Kerzen brennen nicht mehr. Ich bin zu alt und gebrechlich, um diesen Irrsinn aufzuhalten. Dein Haus aufzugeben beschämt mich zutiefst, doch leider habe ich keine andere Wahl. Vater Brian. Ja, ja, naja, ich lasse das mal so stehen. Wie er sich abseilt. Ist mein abgeseilt, yo, dick, fett hier. Headshot. Wow, pff, tot. So, Stein habe ich da hingeworfen. Dann werde ich jetzt erstmal alle dahin spazieren. Dann gehe ich mal hier unten rum. Oh Gott, was sind alle? Nächster Headshot. Zack! Mit der Keule. Oh, da ist noch einer. Jo, läuft! So, wo ist denn die Grace jetzt hier? Das habe ich hier schon alle ganz cool eliminiert. Aber gesehen habe ich sie immer noch nicht. Haben sich ja bei der Kirche wieder ganz gut verschanzt, die Säcke. So, guck mal, da bin ich wieder, der gesucht wird hier. Sünder! Lügenpresse! Verschanzt sie sich vielleicht irgendwie hier oben oder so? Hier, Grace, bei der Lamb of God Kirche. Die Pegas können sie einfach nicht in Ruhe lassen. Ja. Toll. Cool. Schön. Genau. Ah, da geht's hoch. Ich denke mal, sie wird da oben irgendwo sein. Ein Sniper oder so. Erste Hilfe-Set, das ist gut. Ach, guck mal, hier hätte man sogar die Waffe gekriegt, die man auch im Shop hat. Regionum Lamb of God Kirche. Hier ist noch ein bisschen fishy-fishy. Okay, Grace, es ist mal genug gespielt hier. How are you? Wie geht's dir denn so, Grace? Na, was machst du so einen lieben langen Tag? Wo ist die denn? Ist das, das ist irgendwie voll merkwürdig. Warum? Er zeigt mir das auf der Karte auch nur so schwammig an. Oder ist die jetzt irgendwie gerade randommäßig gestorben? Während wir hier rumgeballert haben oder die Typen hier waren. Hier ist ein Jagdgebiet, ne? Ja. Ja, ist ja gut. Mann! Ja, keine Ahnung. Ich mach mal ganz kurz einen Cut und wir sehen uns gleich. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Hau, 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 hau.